Ne, mit 3 Dings komme ich da nicht weit. Riesenvieh! Das spuckt neue Viecher aus! Mein Gold. Ah, guck an, die Mauer hält auch von innen aus. Das erklärt, warum sie da durchgebrochen sind, wenn es da Riesenviecher gibt. Schießt du Einzeltyp. Da kommen sie jetzt auch noch durch. Ah, okay. Sieht die Spawn. Das ist ja jetzt echt kacke. Da despawnen sie nicht, aber in der Nähe von ihm. Okay, da kommen sie jetzt nicht durch. Wo kamen sie gerade eben durch? Hört auf, die Hasen zu jagen und jagt die anderen Viecher. Ja, da ist das große Vieh. Wie wär's, wenn die Nahkämpfer mal... Toll. Die Nahkämpfer sind durch. Ich glaube, das war's. Komm zurück. Hol dir den Bogen. Frage ist halt, wie viele Hitpoints dieses Riesenvieh hat. Dadurch, dass es noch neue Viecher spawnt, das ist halt echt mies. Okay, wir haben zumindest noch einen Bauern. Wir haben einen Nahkämpfer tatsächlich noch. Alles klar. Da ich nicht genügend Geld für den Bauern habe, brauche ich noch mehr Bogenschützen. Es geht nicht anders. Ja, komm, hol dir den Bogen. Irgendjemand. Und irgendjemand möge bitte hier die Kaninchen beseitigen, damit ich Geld kriege. Nein, der rennt jetzt da den Tower bewachen. Ah, kacke. Damit macht er keine Kaninchenjagd mehr. Das ist schlecht. Hat noch irgendjemand irgendeine Art von Geld? Die rennen noch auf. Da rennt auf jeden Fall ein Bauer rum, das heißt, wir kriegen vielleicht Geld. In die Richtung scheint die Mauer noch stabil zu sein. Ja, wir haben einen Bauarbeiter, der nichts macht und
Juhu. An Geld. Sehr schön. Wir haben ein bisschen Geld. Wir haben ein bisschen Geld. Zu weit weg. Dich. Ja, jetzt brauche ich mehr Geld. Nachteiligerweise brauchen die Dinger halt mehr zum Wiederaufbau. So. Das Riesenviech hat mich jetzt richtig aus der Fassung gebracht. Da habe ich aber nicht genügend Leute für gehabt. Ja, keiner Nahkämpfer mehr. Weil der sich auch nicht drum gekümmert hatte, dass da aus der Richtung irgendwas kommt. Ah, sehr schön, der Bauer macht was. Das ganze Volk wieder einfangen. Da sind sie auf jeden Fall dabei, krasse Menge Geld Hasen zu jagen. Und in die Richtung kommt ja zumindest nichts mehr, das ist ganz okay. Wir haben nur noch die eine Richtung, die wir verteidigen müssen. So. Dummerweise brauchen wir halt sehr viel Geld. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Runde Bauern. Das Ding ist wieder aufgebaut. Sehr schön. Außenverteidigung steht. So, bin mal auf. Alles klar, King. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Und bis morgen. Wenn die beiden Bauern versterben, war es das dann definitiv. Weil dann keiner mehr hier ist, der erntet. Oh ja, oh ja, oh ja. Nicht die Mauer abschießen, die Viecher dahinter. Oh ja, oh ja, oh ja. Lauf, 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 lauf. Wir haben den neuen Tag, ihr müsst nach Hause. Ihr müsst nach Hause. Geht heim. Also die können exakt gerade so quer durch. Das ist super optimal. Vielleicht hat der Hasenjäger da hinten noch ein bisschen Geld. Damit wir die Mauer wieder aufbauen können und vielleicht wieder einen Bauern anwerben. Nicht mehr. Zwei nur. Das ist nicht gut. Was sagst du dir? Das ist nicht gut. Naja, morgen bei Faktoren bin ich definitiv besser dran. Also da mache ich definitiv bessere Dinge als hier jetzt und überhaupt. Oh, wir haben sogar noch einen Bauer. Wow, sehr gut. Ich hätte nicht erwartet, dass der überlebt.
Hast du Geld? Nein. Immerhin haben wir das Schiff schon mal im Rohbau. Das ist also. Hallöchen, 79er, sei gegrüßt. Ich hoffe, es geht dir gut und überhaupt. Und ich wünschte, hier wäre irgendwo ein Jäger gewesen, der Kanickel abgeschossen hätte, aber nein, natürlich nicht. Überhaupt und auf jeden Fall und so. Aber 79er, nachdem du da bist. Du als professioneller Streamer. Nenn mir doch mal deine Meinung. Wie würdest du das machen? Du hast jetzt die Möglichkeit, quasi nächste Woche ein sehr geiles Spiel anzufangen. Oh, ich habe keine. Ich habe keine Leute, die. Keine Bauarbeit. Oh, das ist kacke. Quasi nächste Woche die Möglichkeit, ein super gehyptes Spiel anzufangen. Und von daher das Ganze auf wahrscheinlich höchstens mittleren Qualitäten. Oder einfach 2 bis 4 Wochen warten und dann quasi das Spiel auf mit Ultra-Grafiken durchzuspielen. Also mit großmächtig bei der Grafik. Was würdest du tun? Kann ich doch irgendwo einen Ausreißer ranholen, oder? Einfach nur als Sicherheit für den Fall, dass wir wieder fliehen müssen. Jede Barrikade ist eine gute Barrikade. Schwere Frage. Ich bin durchaus offen für Grafikverzicht, weil es mir um das Gesamtpaket geht. Aber gerade weil die Fanboys des Games sind eh überall am Meckern und Motzen, dass mir das Zuschauen vergeht. Das ist ein Argument. Also für mich ist das Game nix. Ja, das ist ein Argument, aber ich sag's mal so, ich gebe ja jetzt nichts auf Fanboys. Das ist ja... Das ist mir so Latte, ob da jetzt ein Fanboy sagt, da ist jetzt und hier ein Pixel, den hättest du auch viel besser machen können. Das ist mir so Latte. Es war mir auch bei No Man's Sky Latte, dass die Leute, die gehypt haben, gesagt haben, so eigentlich, überhaupt und eigentlich. War mir alle so vollkommen Latte, weil, was soll's? Das Spiel war eigentlich... Also das, was rausgekommen ist, war ein anderes Spiel als das, was ich gekauft habe. Aber es war trotzdem gut. Fand ich. Außerdem gibt es wohl einen Massig-Fehler, da wäre meditatives Warten nicht so verkehrt, aber dann bekommst du wieder so viel gespoilert. Och. Ich kann jedes Mal, wenn ich das Spiel sehe, einfach abschalten. Was sagt die bösen Fanboys? Moin, Lord Ghost. Sei gegrüßt. Wäre das neue Siedler erschienen, hätte ich es gespielt. Und zwar nur mit 2 FPS. So geht es mir im Moment mit Manorlords, was noch nicht da ist. Aber das neue Siedler hätte ich wahrscheinlich auch dann wahrscheinlich vorgezogen. Weil da wäre mir die Grafikeinstellung nicht so wichtig gewesen. Ich meine, was spiele ich hier für ein Kackspiel? Warum ist das nicht 3D gerendert? Was? Hello. Okay, meine Jäger sind hier nicht unterwegs. Ich habe kein Geld. Aber ich lebe noch. Das ist doch mal was. Der Vorteil dieser Türme ist halt, die Monster... machen sie nicht platt. Der Nachteil ist halt,
Sie können keine Hasen jagen. Und ich brauche dringend Geld. Very, very dringend, weil die nächste... Oh, ja. Jäger. Sehr schön. Wie du merkst, bin ich da keine Benchmark. Ich habe Life is Fueling Grafik für Taschenrechner gestreamt. Okay. Das ist ein wohlwollendes Argument, würde ich behaupten. Oder so. Machen wir mal ein bisschen was für die Verteidigung. Holen uns mal einen Nahkämpfer. Ich meine, recht hast ja schon, so ein Spiel muss Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, ist es kein gutes Spiel. Da hilft die beste Grafik nichts. Da hast du sehr gut. Siedler geht auch ohne RTX 8K und 300 FPS. Wie du merkst, bin ich da... genau. Ich kann ja nicht... ich kann ja nichts in Taschenrechner und Grafik. Argumente. Auch wenn wir wahrscheinlich genügend Leute haben, aber bis die da sind, können wir sie auch versorgen. Und zumindest von hier aus kommt ja nichts mehr.